Hallo und zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 15. Weiter mit der Quest Blinde Loyalität. Die Quest heißt wahrscheinlich so, weil Ignis anscheinend erblindet ist. Und wir müssen jetzt ein bisschen Rücksicht auf ihn nehmen, dass er uns auch hier nachkommt. Wenn es euch da ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr, sehr am Ende drüber freuen, wenn ihr mir ein bisschen Support da lasst. Like, Kommentar oder auch Abo, wie ihr lustig seid, wie ihr Bock habt. So, und jetzt geht's weiter. Wir müssen, glaube ich, genau da unten rein. Hey. Wäre der König so gütig, auf sein Gefolge zu warten? Ja doch, Mann, Schnauze. Mein Gott, der ist ja gut drauf, der Gladius. Gladius ist anscheinend immer noch richtig sauer. So, seid jetzt bereit, können wir weitergehen? Ich gehe eh schon so langsam, Leute. Noch langsamer geht's fast nicht. Okay, hier ist eine Art Sumpf. Oh Gott. Okay, schauen wir mal, ob wir die irgendwie einzeln rauspullen können. Ich denke nicht. Rangnage. Vorsicht, Ignis. Verstanden. Danke. Bedank dich nicht zu früh. Oh, die machen gut Schaden. Na, die Königswaffe mal. Wenn wir die jetzt mal ein bisschen schneller down kriegen. Auf geht's, Ponto. Ich konnte. Jemand übrigens mal einen Heiltrank, der ist schon fast down. Okay, die Waffe macht auf jeden Fall gut Schaden. Na komm, den habe ich doch noch reingedrückt. Gibt es irgendwie einen Warp-Punkt oder so? Das braucht es nicht. Okay. War ich dir im Weg? Nein, so war das nicht gemeint. Haben wir die auch down? So, schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwas looten können. Steuerput scheint intakt, doch die Stromquelle ist verrostet. Okay, das war das. Dann gehen wir nochmal hier weiter. Naja, ich warte ja schon. Das kann nicht so schnell. Das Grab muss wohl da drunter sein. Ignis, nicht stolpern. Danke. Okay, hier geht's runter. Ich bin, was sind uns hier komische Viecher hier erwarten? Viecher! Was ist denn das? Kommen wir da durch? Schauen wir mal, dann sehen wir es gleich. Ach,
Der Eingang ist versperrt. Muss eine Art Baumaschine sein. Wenn es eine Maschine ist, lässt sie sich bestimmt von irgendwo steuern. Oh, das habe ich doch gerade gemacht. Siehst doch, dass da kein Strom drauf ist und es verrostet ist. Oder müssen wir hier hoch? Nee. Ja, doch, da geht's lang. Es ist auffällig ruhig hier. Okay, von hier, glaube ich, sind wir gekommen, genau. Hier sind wir gekommen. Sieht vielversprechend aus. Eine Steuerung? Mal sehen. Doch, das war doch hier, oder? Jetzt geht's auf einmal. Mist. Ach, das war wohl nichts. Warum? Mal sehen, was hier steht. Im Falle eines Stromausfalls bitte Generatoren aktivieren. Schlüssel ist im Schuppen. Schauen wir doch mal zum Schuppen. Renn nicht so! Ja, ist doch gut. Wird Zeit, dass er wieder was sieht, ey. Und jetzt? Kommt ihr nicht mit, oder wie? Ignis. Hier. Okay, der Schuppen scheint da unten sein, aber ich will hier erstmal hier hochschauen, was hier oben noch ist. Schaut mal so ein Aussichtspunkt oder sowas. Okay, da unten sind auf jeden Fall irgendwelche komischen Viecher. Hier nochmal hoch. Wer geht's denn hier hoch? Okay, hier scheint ein anderer Weg zu sein. Oder? Okay, da geht's hier praktisch rüber. Alles klar. Na komm, gehen wir zum Schuppen, Gladio. Stufe 30, was ist das? Snagger. Ich will mal schnell den Kampfmodus umstellen. Schauen wir mal, gegen was die allergisch sind. Speer, Feuerpistolen. Okay. Speer, Feuerpistolen. Kampfmodus wieder in Echtzeit und wir wechseln auf den Speer. Feinden aus dem Weg gehen. Ich weiß.
Wir machen mal nochmal ein Feuer. Und rüsten wir es natürlich gleich aus. Okay. Renn nicht so! Ja, da komm doch mal ein bisschen schneller. So zwei gesunde Füße, Mage. Außerdem, wie sollte ich denn den aus dem Weg gehen? Den kompletten Weg versperrt. Ich glaube, da wäre ich schlecht. Hätte ich schlecht vorbeischleichen können. Natürlich mit. Hier liegt was Schönes. Megatrank. So, da oben hoffe ich mal. Ist der Schuppen. Können wir hier hoch? Oder kommen wir da nicht drüber? Okay, da kommen wir nicht drüber, aber. Hier sind wir so kleine Viecher. Schon geil, dass meine Gruppe mir so gut hilft. Ich brauche eine Pause. So, wir sind am Schuppen. Lauf nicht alleine davon. Hier ist was. Der Schlüssel? Das muss er sein, der Schlüssel. Und die Generatoren? Die müssen in der Nähe vom Schalter sein. Na dann. Okay, die Generatoren aktivieren. Ja, ich bin schon langsam. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn wir nicht mitgenommen hätten. Im Auge. Alles klar, ich passe auf ihn auf. Erledigt. Okay. Das lief nicht besonders gut. Das
lief doch gut. Nicht viel Spielraum hier. Das lief doch gut. So, 70 Meter noch. Aber ich möchte eigentlich schauen, ob wir hier noch irgendwas finden können. Ist hier noch irgendwas Schönes zu looten? Oh mein Gott. Was ist denn das für ein Ding? Oh, was ist denn das? Okay, muss ich mal schnell analysieren. Warten. Eine komische Qualle oder sowas. Okay, Lanze und Eis. Das ist sehr gut. Feuer, Eis. Machen wir doch noch mal ein bisschen Eis. Und verstärken das auf jeden Fall mal. Mit Paprika? Nee. Was haben wir denn hier noch Schönes? Lesesensor. Na komm, hier hau Paprika rein. Rüsten sie natürlich gleich aus. Haben wir zurückgestellt schon? Nicht Zeit. Wir müssen alle Gegner beseitigen, damit wir uns die Maschine angucken können. Dann mal auf in den Kampf. Verbox nicht. Halt jetzt die Klappe. Klingt gut. So, gib noch einen. Mal schauen, wir noch mal, ob wir den auch gleich finden. Wahrscheinlich wird auch wieder so ein Riesenvieh hier kommen. Okay, da unten sind die wieder. Zweite. Hier ist der zweite. Schmeiß die Maschine an. Wer weiß, wie lange der Strom hält. Das weiß ich selber. Das Steuerpult benutzen. Okay, dafür müssen wir jetzt an den Viechern vorbei. Yeah.
Güte. Schwärmen wir doch mal, wenn es schon geht. Yeah, Ionenschlag. Zu erwarten war. Beschwerlicher Weg. Konzentrier dich lieber, statt zu plappern. Nice. So, jetzt aber. So, das Steuerpult benutzen. Dann müsst ihr jetzt eigentlich das Gerät, müsst ihr sich jetzt wegdrehen. Genau, das tut es auch. Und ich hoffe mal, dass dahinter jetzt das Königsgrab ist. Ist der Weg frei? So hat es sich angehört. Ja, sehen wir nach. Okay, sehen wir doch mal nach, Leute. Ja, mach doch mal schneller, Mensch. So, Gladys ist schon da. Wo ist Ignis? Wo ist Prompto? Ja, okay. Hey. Hast du etwa vor, so das Grab zu betreten? Was meinst du? Ich finde, deine Ahnen verdienen mehr Respekt. Und überhaupt, ich glaube, du würdest am liebsten aufgeben. Ich muss weiter. Ist doch egal, was ich will.
Als König habe ich ohnehin keine Wahl, oder? Ja, das mag ja sein, aber... Wenn du das weißt, verhalte dich entsprechend! Mann, 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 die zwei. Von Mattes ringt sich wieder ein mit denen. Glaubt, es wäre nämlich nicht so gut. Was aufgerüttelt durch Gladius, Worte hält Noctis in Zustandsveränderung. Selbstbesinnung, seine Vitalität ist temporär um 50% erhöht. Okay. Ist auch nicht schlecht. Ist offen. So. Das Königsgrab finden. Dann hoffe ich mal, dass wir das jetzt auch hier finden. Dort sind auf jeden Fall schon wieder ein Haufen Viecher. Aber... ich habe ja jetzt meine Königswaffen wieder. Was ist denn das für eine riesige Höhle? Das Grab muss weiter innen liegen. Kommt ihr mit? Was denkst du? Meine Königswaffen ready. Ich denke gar nichts. Das heißt, wir können jetzt hier gleich mal in den... Sag mal, riecht ihr das auch? Ignis, nicht ausrutschen. Zu den Mobs reinschießen. Oh, warum kann ich die nicht anvisieren? Die eigentlich alle auf einen Streich haben. Na komm, egal. Okay, das bringt nicht viel. So ein Warp-Punkt dann auf jeden Fall cool. Ich habe ja noch keinen gesehen. Wir knallen uns mal einen Heiltrank rein. Gladio! Du erwartest. So, okay, dann schauen wir doch mal hier hinten erstmal. Ja. Weil hier funkelt ein bisschen was. Was könnte das denn sein? Ist es nur Licht? Okay, es ist nur Licht. Aber ich schaue hier trotzdem noch mal durch. Vielleicht. Tja, immer schön vorne weg. Finden wir noch das ein oder andere. Aber es sieht nicht so aus. Okay, dann würde ich sagen. Gehen wir doch mal ins Königsgrab. Wenn es denn es ist. Was ist denn das? Ein komisches Schleimeier. Sind das Eier? Hinter diesen Eiern scheint irgendwas zu sein. What the fuck? Ein Schlund! Ein Gesicht! Was ist da? Ein riesiges Monster! Sehen erstmal. Morbol, Stufe 38. Oh, wow, 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 wow. So, was magst du denn nicht? Du magst kein Feuer, magst keine Großschwerter. Okay, jetzt können wir tüdeln. Wir nehmen mal die Lanze raus und nehmen uns ein... Oh, Großschwert haben wir nicht. Bläh. Okay, du magst aber kein Feuer. Eis, okay, dann muss ich...
dann muss ich ein bisschen Magie machen. Ich noch rausnehmen. Oh, jetzt habe ich den Cooldown drauf. Das gibt mir auch noch einen. Alter, was ist denn los, Digga? Ich renne wieder komplett planlos rum. Das brennt! Ich schmecke dich, glaub mir! Bin dran! Tut mir leid. Entschuldige dich nicht, hörst du? Ich zerschmettere dich! Das war klar! Gibt es immer noch oder was? Was denn jetzt erst erledigen müssen? Das muss einen Weg geben. Radio. Okay, der Mobo ist in der Rage, halt ausreden, ab schon nicht von seinem schlechten Atem beeinträchtigt zu werden. Okay. Die Mission vor dem Mobo fliegt, ich kann nicht. Könnte ich
nur sehen. Wenn das mal weggehen würde, dann könnte ich hier aber auch abbauen. Hat sich die Kommando-Kommunikationsgabe angeeignet. Gladio! Geschafft! Ja! Fass sie besser nicht an. Am besten wir verbrennen sie. Boah, Alter. Okay, Endboss erledigt. So, ab ins Königsgräbele. Seht nur, eine Tür. Königsgräbele. Wer legt denn hier ein Grab an? Oh, ist ein Katana-Schwert oder sowas. Very, very nice. Kommt, zurück zum Bahnhof. Ja, gehen wir. Alles klar, wir haben das Katana des Jägers bekommen. So, damit machen wir jetzt heute an dieser Stelle Schluss und schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge dann, wie es denn hier weitergeht. So, wenn es euch dann ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt dran, habt Spaß. Bis denn, reingehauen, ciao, ciao, euer Andi.